Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr euch sehr gerne hier den Link im oberen kleinen i reinziehen. Das überlasse ich jedem Einzelnen, aber würde mich freuen über jedes einzelne Kanalmitglied, so dass hier der Kanal immer noch etwas weiter wächst. So, und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen Video zurück. Jojo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren GTA 5 Online Video. Da werde ich euch hier drin zeigen, wie ihr hier den Flak-Anhänger, komm schon, hier den Flak-Anhänger 1:1 austauscht. Dieser Flak-Anhänger steht jetzt noch bei mir in der MOC und im Bunker habe ich auch einen Flak-Anhänger stehen, den ich gegen diesen hier drin in diesem Video jetzt austauschen möchte. Dazu benötigt ihr einen Freund. Da drüben steht er schon, ist meine zweite Konsole. Und er muss hier nicht viel machen. Ich werde euch das hier jetzt einmal zeigen. Lass mal jetzt wechseln das Bild. So, hier, da ist er. Euer Freund. Er sucht sich als allererstes, drückt die PS-Taste, er geht auf Freunde, er sucht sich irgendeinen Bot raus, einen Job für einen Titan-Bot, sucht er sich hier den Wintry Cleric zum Beispiel raus. So, Wintry Cleric, und euer Freund muss eine Agentur besitzen und in der Agentur sollten sich irgendwelche Autos drin befinden. Welche das sind, ist völlig egal. Er geht hier mit dem Cursor so hier auf aktuelles Spiel, drückt einmal X, dann ist er hier auf mit dem Cursor auf Beitreten, da drückt er jetzt einmal doppelt auf die PlayStation-Taste, also wieder in GTA. So, er läuft jetzt ganz normal als allererstes in seine Agentur hinein, alleine eintreten. Und ihr selber solltet dafür eine Arena besitzen. Die Arena besitzen und die Arena-Werkstatt selber, die muss voll sein. Und in der Arena benötigt ihr einen Faggio. So. Ihr stellt euch hier an den Tresen bei diesem Service-Agenten hier dran. Drückt einmal Steuerkreuz nach rechts. Geht hier auf mit persönlichem Fahrzeug verlassen. Wählt hier irgendein Fahrzeug aus, welches das ist völlig egal. Sobald ihr das hier so habt, drückt euer Freund doppelt auf die PlayStation-Taste. Er geht einmal auf Beitreten, wartet bis die erste schwarze Meldung kommt, denn er muss sich nur verglitschen. Der ihm dabei hilft, kann ein bisschen länger dauern. Und sobald ihr die schwarze Meldung hat, euer Freund, sobald euer Freund die schwarze Meldung hat, spammt er die ganze Zeit X durch. Immer bam, 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 bam. Die ganze Zeit X, X, X. So, und dann flackert das hier ein bisschen. Dann fallt ihr durch die Map nach draußen. Entweder sterbt ihr oder ihr spawnt draußen wieder auf der Straße. Also euer Freund spawnt wieder draußen dann auf der Straße. Und jetzt steht er hier draußen. Jetzt fordert er irgendein Fahrzeug an aus seiner Agenturgarage. Welches das ist völlig egal. Irgendein Fahrzeug. Welches das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich mache das hier mit der Oppressor MK2. Er fordert das an, ein bisschen warten. Und dann geht euer Freund rein. Er wird sich kurz in der Agentur sehen. Dann bekommt er einen schwarzen Bildschirm. Sobald er den schwarzen Bildschirm hat, drückt er doppelt auf die PlayStation-Taste.
und sobald er die erste schwarze Meldung hat, spammt er wieder X durch. Ihr werdet das jetzt gleich sehen, alleine eintreten wieder. Kommt der Ladevorgang, dann sieht er sich ganz kurz und dann sofort doppelt auf die PlayStation-Taste auf Beitreten und dann, als die schwarze Meldung da ist, wieder X einfach durchspammen. Genau so, doppelt PlayStation-Taste beitreten. Kann manchmal wieder ein bisschen dauern. So, und sobald er die Meldung hat, wieder alles mit X bestätigen. Machen das nochmal. So, und dann flackert das wieder so ein bisschen rum. Müsst ihr ausprobieren. Entweder ihr nehmt die schnell an oder ihr macht das wirklich langsam. Dann kann das passieren, dass das klingelt, wenn ihr hier drin seid. Entregistriert sich einfach euer Freund und ihr seht das hier. Erstes Indiz schon dafür, wenn ihr aus den Fensterscheiben rausguckt, flackert das hier draußen so rum, so total alles verbuggt. Und dann könnt ihr in der Agentur sogar die Waffen ziehen. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr schon sehr weit gekommen, um diesen Glitch hier durchführen zu können. Dann seid ihr schon auf einem sehr guten Weg. Aber ihr müsst ja jetzt nach draußen, aber ihr könnt nicht mehr zur Tür nach draußen gehen. Ihr könnt die Agentur in diesem Zustand jetzt nicht verlassen. Dazu müsst ihr hier unter Markierungen, Jobs hier, alle Jobs auf eigene sehen haben, damit euch die blauen Jobs hier draußen auf der Map angezeigt werden. So, er drückt die Optionstaste, drückt X, einmal das Touchpad, um die auf die Außenansicht zu wechseln. Dann wählt er hier vorne den blauen Jobmarker aus. Drückt einmal Viereck, dann bekommt er diese Meldung, ob er das starten möchte. Das bestätigt er auch mit X. Wenn er dann in den Job reingeladen wurde, wird er feststellen, dass er draußen in dem Jobpunkt tatsächlich eingefroren ist. So, ihr seht das hier mit Ladevorgang. Da macht ihr jetzt wieder dasselbe, wieder Doppel-Playstation-Taste, wieder dem Bot beitreten. Und sämtliche Meldungen wieder nacheinander so schnell wie möglich annehmen. Entweder schnell oder langsam, je nachdem wie es bei euch am besten klappt. Ich mache es, muss es eher ein bisschen langsamer machen. So annehmen, annehmen. So, dann sieht er sich nochmal in der Luft. Dann steht er hier draußen und er ist jetzt quasi im God-Mode und das im Off-the-Radar. Er kann aber nicht klettern, er kann höchstens mit dem Auto wegfahren, welches er klauen kann. Na komm, fahren wir doch nicht weg. Das ist der einzigste Haken. Wie gesagt, ich zeige hier keinen God-Mode drin, um dass ihr wisst, wie ein God-Mode geht, um andere Spieler damit unnötig zu belasten, sondern hier geht es jetzt ganz einfach nur darum, dass ihr euren Flak-Anhänger ausgetauscht bekommt. Ach, und eins noch erwähnt, da hinten steht ja die MK2 von eurem Freund hier. Diese sollte er nicht einladen, diese sollte er draußen auf der Map stehen lassen. Denn wenn er das Fahrzeug einlagert, macht es diesen Glitch kaputt. So, jetzt wechseln wir einmal hier die Ansicht. So, dann fahrt ihr zusammen mit eurem Freund zur Arena. So, an der Arena angekommen, steigen beide aus dem NPC-Wagen aus. Euer Freund, der bleibt hier draußen. Ihr selber stellt schon mal in euren Interaktionsmenü unter Fahrzeuge den Fahrzeugzugang auf Beifahrer ein. Ihr selber begebt euch in eure
Arena hinein. In die Werkstattebene. Ja, wir machen das wieder mit der Arena. Nur euer Freund muss anders verglitscht werden, so wie ich es jetzt gezeigt habe. Das ist der einzigste Weg, dass das hier mit der Arena wieder funktioniert, dass ihr hier drin sogar auch wieder rumfahren könnt mit den Fahrzeugen. So, euer Freund sucht sich hier irgendein Gefährt aus, irgendein Auto. Habe ich hier auch ein Motorrad drin stehen. Okay, da steht eine Fagio, das ist sehr gut. So, euer Freund sucht aber als allererstes irgendein Fahrzeug raus, was er nach draußen stellt. Nein, da einsteigen. Er sucht sich irgendein Fahrzeug raus, wie gesagt, welches das ist völlig egal. Er stellt das. Ihr selber stellt das für euren Freund hier nach draußen vor die Arena. Stellt ihr das ab. Euer Freund steigt in den Wagen ein. Er bleibt die ganze Zeit in dem Wagen von euch drin sitzen. Ihr seht das, er rutscht auch nicht rüber auf den Beifahrer, auf den Fahrersitz. Wir haben hier vorhin eingestellt, Fahrzeugzugang, Beifahrer. So, ihr selber begebt euch wieder zurück in eure Arena. Begebt euch jetzt zu dem Fagio. Ich glaube, der stand jetzt links. Zu dem Fagio. Ihr steigt darauf auf. Ihr macht das diesmal ohne Steuerkreuz rechts drücken. Ihr gebt einfach nur Gas und fahrt. Ihr seht das, das klappt schon mal. Jetzt habt ihr zwei Varianten. Entweder stellt ihr das Motorrad oder den Fagio hier an das Garagentor dicht dran und blockiert den Fagio mit einem Auto, was ihr hier frontal ans Garagentor stellt, das zwischen euch und dem Garagentor genau der Fagio sich befindet. Oder ihr macht das noch anders. Hoffen wir, dass es hier jetzt klappt. Bei manchen klappt das auch nicht. Bei manchen, wie gesagt, das hier ist manchmal ein bisschen tricky. Mal gucken. Und genau das ist das, was ich meine. Okay, machen wir die andere Variante. Also, falls das auch bei euch nicht klappen sollte, da mit dem Verkeilen an dem Pfosten hier. Hier an dem Pfosten, wenn das auch nicht klappen sollte bei euch, dann holt ihr noch einen. Weiteres Auto, weiteres Fahrzeug dazu, steigt darin ein und stellt das Fahrzeug hier frontal, so wie ich das mache, hier so an den Fagio dran, dass es so aussieht. So, wenn ich mich jetzt ans Garagentor dran stelle und Dreieck drücke, aber wo bleibt denn jetzt das Menü? Wenn ich mich jetzt dran stelle und jetzt Dreieck drücke, werde ich sofort auf den Fagio draufgeschmissen, draufgezogen. So, ihr stellt euch ans Tor. Ihr stellt euch da dran. Ihr drückt jetzt Dreieck, um auf den Fagio drauf teleportiert zu werden und gleichzeitig X, um die Arena-Werkstatt zu verlassen. Wirklich X und Dreieck gleichzeitig, dass das so aussieht. Ihr habt das gesehen, ich habe oder auf dem Fagio draufgezogen. Jetzt befindet ihr euch draußen auf den Fagio, mit dem wir eben ans Tor dran gestellt haben. So, jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr fordert, ich zeige das jetzt erstmal nur trocken. Unser Plug-Anhänger befindet sich ja noch in der MOC drinne. So, das heißt, als allererstes müssen wir dann Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Sobald wir das gemacht haben, sofort Handy auf, Internet, hier Seven Andreas, nach Preis sortieren, damit wir das Billigste angezeigt bekommen, ein Fagio hier kaufen, Farbe würde da keine Rolle spielen und das dann wirklich hier in die Arena-Werkstatt reinkaufen. Wie gesagt, die Arena-Werkstatt, die muss wirklich voll sein. So, ich begebe mich hier schon mal rüber Richtung Tor wieder, damit wir gleich ein bisschen schneller sind. Hilft manchmal wirklich ganz ungemein. So, jetzt aufgepasst. Ihr
habt jetzt den Flak-Anhänger innen eurer MOC drin stehen, um den jetzt hier in die Arena reinzubekommen. Macht das jetzt so rum, ihr könnt theoretisch auch ein Fahrzeug anfordern, das aus der Arena rausfahren, an der MOC ersetzt, habt den Flak-Anhänger auch in der Arena drin. Aber ich zeige das hier jetzt mal, wie ihr das auch noch anderweitig machen könnt. Zeige ich das sogar zweimal, dann versteht ihr es noch am besten. Finde ich zumindest. So, jetzt gehen wir hin. Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. So, schnell weg, schnell Handy auf, Internet. Hier. Nach Preis sortieren. Hier Fahrzeug kaufen. Welche Farbe ist egal. Ich muss den tatsächlich wirklich überkaufen. Sonst wird das bei mir nicht klappen. So. Bestätigen. Raus. So, euer Freund steigt jetzt aus dem Auto von euch aus. Ihr selber fahrt an die Arena dran. Wählt Werkstattebene aus. Ihr bekommt die Vollmeldung. Diese bestätigt ihr. Und der Faggio ist jetzt eigentlich der Flak-Anhänger aus der MOC. Und das ersetzen wir jetzt ganz einfach hier auf den Faggio. Dann werdet ihr jetzt sehen, da wird jetzt tatsächlich erst der Flak-Anhänger aus der MOC drin stehen, aber ihr könnt euch den auch verschieben, indem ihr irgendein anderes Auto hier aus der Arena nimmt, wie gesagt, und rausfahrt und das an der MOC dran ersetzt. Dann habt ihr diesen Flak-Anhänger, wie ich hier auch in der Arena drin stehen. So. Gerade mal gucken hier nach einem zweiten Motorrad. So, jetzt werde ich hier den Flak-Anhänger, der hier hinten steht, jetzt hier ab diesem Zeitpunkt austauschen. Diesen hier werde ich mir in den Bunker verschieben. Und der aus dem Bunker, der landet hier in der Arena, den könnt ihr überschreiben oder dann auch hier stehen lassen, je nachdem wie ihr das wollt. So, wieder als allererstes, ihr stellt eurem Freund irgendein Fahrzeug nach draußen, irgendein Auto, ist völlig egal welches. Als allererstes, euer Freund steigt in den Wagen ein. Ihr selber begebt euch wieder zurück in die Werkstattebene. Begebt euch nun zu eurem Faggio. Steigt darauf auf, gebt jetzt mit R2 einfach nur noch wieder Gas. Das kann schon ein bisschen rumspacken da auf dem Stellplatz. Aber ist nicht weiter schlimm. So, ihr stellt den Faggio hier an das Tor dran. Steigt ab. Blockiert die andere Seite mit irgendeinem weiteren Auto. So dass das aussieht wie hier bei mir. Wenn ich jetzt am Tor dran stehe, habe das links oben das Menü, drücke jetzt einmal nur Dreieck, werde ich sofort auf den Faggio draufgezogen. Und wenn ich hier jetzt so am Tor stehe, drücke ich wieder Dreieck, um auf den Faggio drauf teleportiert zu werden und gleichzeitig auch X, um die Arena-Werkstatt zu verlassen. Also X und Dreieck gleichzeitig, dass es so aussieht. Und dann landet ihr wieder draußen mit dem Faggio. Begebt euch wieder in der Nähe von im Garagentor, aber noch nicht zu dicht dran fahren. Wie gesagt, sobald ihr hier im Interaktionsmenü unter Fahrzeuge den Flak-Anhänger angefordert habt, geht ihr wieder ganz schnell Handy auf, Internet hier auf San Andreas, kauft da einen Faggio rein. Wie gesagt, bei den einen funktioniert es, wenn die sich ein Faggio
nicht reinkaufen, sondern wirklich nur diesen Schritt machen, wo dann hier die volle Garagenliste angezeigt wird. Aber bei mir ist das so, ich muss den Fangio wirklich einmal überkaufen. Weil wenn ich das bei mir zum Beispiel nicht mache, ich weiß nicht, ob das, falls das bei euch auch der Fall sein sollte, werde ich von dem Fangio runtergeschmissen und damit muss ich das Ganze nochmal von vorne komplett hier nur an der Arena wiederholen. So, das mache ich jetzt nicht. Ich fordere jetzt als allererstes, wie gesagt, unter Fahrzeuge den Flak-Anhänger an. Sobald ich ihn angefordert habe, Handy auf, Internet, San Andreas, nach Preis sortieren, hier ein Fangio, welche Farbe ist, völlig egal, kaufen. Ich muss den wirklich überschreiben, wie gesagt, sonst klappt das bei mir nicht. So, einmal überschreiben, heraus, sobald ihr das gemacht habt, euer Freund steigt jetzt aus dem Wagen von euch aus, ihr fahrt an das Tor dran, wählt Werkstattebene aus, ihr bekommt die Vollmeldung, diese bestätigt ihr und tatsächlich fahrt ihr jetzt mit dem Flak-Anhänger aus dem Bunker in die Arena rein. Das ist jetzt wirklich der Flak-Anhänger aus dem Bunker. So, und diesen ersetzen wir jetzt, könnt ihr direkt ersetzen auf den Flak-Anhänger, den ihr in eurem Bunker euch reinstellen möchtet. Das ist hier in dem Fall dieser hier, der mit dem Blue Tartan drauf, passend zu meinem Set. Ersetzt den direkt da drauf. So, und jetzt das einfach nur bestätigen. Dann werdet ihr jetzt sehen, dass ich hier, falsche Seite, hier im Bunker den Flak-Anhänger aus, hier in der Arena den Flak-Anhänger aus dem Bunker stehen habe. Und wenn ich jetzt nach draußen gehe, ich kann auch dieses Tor nehmen. Wenn ich jetzt nach draußen gehe und den Flak-Anhänger anfordere, ist jetzt aus dem Bunker anfordere, dann habe ich den Flak-Anhänger jetzt im Bunker, den ich noch gerade vor kurzem hier in der Arena drin hatte. Hier Flak-Anhänger anfordern. Euren Freundin braucht ihr jetzt nicht mehr. So. Wie ihr seht hier, da ist jetzt der Flak-Anhänger aus dem Bunker. Der wurde mir jetzt geliefert. Der steht jetzt im Bunker und ihr habt das vorhin gesehen, der im Bunker war, der steht jetzt wieder in der Arena. Und so tauscht ihr die Flak-Anhänger bei euch aus. Dasselbe könnt ihr auch genau auf demselben Prinzip machen mit den Spezialfahrzeugen. Wenn ihr hier draußen auf dem Fangio sitzt, habt das am Tor drin gemacht mit Dreieck und X, dann macht ihr das natürlich hier anders, öffnet zwar euer Interaktionsmenü und fordert dann das Spezialfahrzeug an, was ihr austauschen möchtet. Und sobald ihr das dann wieder angefordert habt, das Spezialfahrzeug, dann tut ihr so, als ob ihr den Fangio drauf kaufen möchtet mit der vollen Garagenliste. Kann auch sein, dass ihr den wirklich komplett überkaufen müsst, damit ihr auch nicht vom Fangio runtergeschmissen werdet. Und sobald ihr das dann durchgeführt habt, steigt euer Freund dann wieder aus, fahrt ans Garagentor, nehmt die Vollmeldung an und ersetzt dann dieses Spezialfahrzeug, je nachdem welches ihr dann hier ausgewählt habt, oder ihr habt euch ein Fahrzeug aus der, ein Basisfahrzeug bestellt, ob es der Panzer oder sonst was ist, dann fahrt ihr rein und ersetzt das dann wirklich auf den Fangio in der Arena. Und wenn ihr dann in der Arena seid, überkauft ihr einfach dieses Spezialfahrzeug oder dieses Basisfahrzeug, ob das Panzer, Tschernobok oder sonst was ist, überschreibt ihr das einfach, dass das wirklich dann tatsächlich rausgelöscht ist und dann habt ihr ja noch in eurer MOC das gemoddete Spezialfahrzeug oder das gemoddete Basisfahrzeug, welches ihr austauschen möchtet. Also sobald ihr das in der Arena überschrieben habt, habt ihr noch immer in der MOC das gemoddete Spezialfahrzeug oder das gemoddete Basisfahrzeug. Dann geht ihr einfach nur einmal in den Editor und geht dann wieder in eine Online-Sitzung bei Basisfahrzeugen. Und bei Spezialfahrzeugen müsst ihr im schlimmsten Fall zweimal hintereinander im Editor gehen. Also Editor, Online-Sitzung, Editor, Online-Sitzung. Und dann steht das neue gemoddete Spezialfahrzeug
auch auf dem Stellplatz in dem Spezialfahrzeug Lagerhaus. So. Aber falls ihr das möchtet, kann ich dazu noch mal ein separates Video machen, was Basisfahrzeuge und Spezialfahrzeuge betrifft. Dies wird dann je nachdem eventuell noch etwas länger sein als dieses hier mit dem Flak-Anhänger. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch dann noch mal ein separates Video wünscht, weil da geht das auf demselben Prinzip. Würde ich gerne für euch machen, lasst es mich wissen. Ansonsten wäre es auch wirklich, wäre es das auch schon wirklich am Ende dieses Videos. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, gebt dem Video ein Like. Und seid ihr neu auf dem Kanal, hinterlasst ein Abo, aktiviert die Glocke, immer wieder dasselbe. So verpasst ihr auch nichts mehr. Wünsche euch noch eine, wie schon im vorherigen Video gesagt, eine schöne restliche Woche und wir hören uns spätestens im nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.